Jetzt haben wir hier heute auf Bühne 2 eine Menge gehört über E-Sport, über Markenaufbau, über NFTs und so weiter. Und jetzt kommt ein ganz besonderes Panel, denn wie schaffe ich es, innerhalb eines Jahres zum bekanntesten und beliebtesten Sportpräsidenten des Landes zu werden? Er heißt Maximilian Knabe, das hat er geschafft und ist der Präsident von Eintracht Spandau. Und jetzt vielleicht ganz gut zuhören für alle E-Sport-Begeisterten. Seine Reichweite steckt die ja, in der Sportbranche von Gesamtdeutschland in die Tasche. Unfassbar. Mein sehr geschätzter Kollege Alexander Schlüter wird dieser Sache mal auf den Grund gehen. Und deswegen begrüße ich ihn ganz herzlich. Herzlich willkommen, Alexander Schlüter. Hallo. Viel Spaß wünsche ich euch. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, man kann mich hören. Freut mich sehr, liebe Spobis-Teilnehmerinnen, liebe Spobis-Teilnehmer. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet bekommen. Es ist tatsächlich ein besonderes Panel. Ich glaube, bin mir sehr sicher, es ist jetzt schon das reichweitenstärkste Panel, das es in der Geschichte des Spobis gegeben hat. Denn in diesen Sekunden sind nicht nur Sie hier, sondern uns verfolgen auch schon viele, viele Zuschauer auf der Streaming-Plattform Twitch. Denn, hat leider nichts mit mir zu tun, die meisten dieser Zuschauer sind sehr, sehr große Fan von Eintracht Spandau. Einem ganz, ganz spannenden Verein. Für diejenigen unter euch, unter Ihnen, die Eintracht Spandau noch nicht kennen, haben wir ein bisschen was vorbereitet. Was macht denn diesen Verein so spannend? Spandau hat ein neues E-Sport-Team, Extrablatt. Ich darf nun das Wort an unseren Präsidenten, Herrn Knabe, übergeben. Mit Freuden darf ich verkünden, dass Eintracht Spandau nun seinen Einstieg in den E-Sport wagt. Merkt ihr den Moment hier? Das ist E-Sport-Geschichte. Und Obsess ist da! Hier aber der Hoffnungsträger! Ich muss sagen, wir sind ein bisschen tief. Wir sind ein bisschen zu tief. Und Obsess schon wieder down! I can't believe it. Was haben die da für eine Scheiße gemacht? Die sind alle einzeln eingelaufen. Wenn wir das mit Eintracht Spandau machen, dann machen wir es richtig, ja? Denn hier ist real. Eintracht Spandau aus dem Finale! Hier ist Riel und hier ist er, der Präsident von Eintracht Spandau. Ich darf herzlich begrüßen Maximilian Knabe. Herr Knabe. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, freut mich sehr, freut mich sehr. Wo ist denn die Kamera? Da, ne? Ist ja live. Uli, falls du das siehst, ja, schau mal, wie ich auf der Bühne sitze und wer nicht. Hättest du nicht gedacht, ja? Mit deinem Fußballverein bist du weiter in der Kreisliga, wenn es weitergeht. Haben sie gegen Augsburg geguckt? Schlimm. Also so ein Brett. Hättest du mal von deinem Schweizer Bankkonto in E-Sport investiert, ne? So. Sorry, wir wurden hier jahrelang ignoriert und da müssen jetzt ein paar Rechnungen beglichen werden, ne? Aber freut mich, hier zu sein und auch diese tolle Bühne zu teilen mit so vielen tollen Speakern und Speakerinnen, ne? Große Ehre. Ich freue mich auch und bin sehr gespannt. Jetzt muss ich direkt zu Beginn nachfragen. Uli, das heißt, Sie kennen Herrn Hoeneß? Ja, so entfernt. Ne? Also wir haben damals in der JVA gemeinsam Nürnberger geschmuggelt. Ne? Okay, lassen wir mal so stehen. Vielleicht ist eine andere Geschichte. Das glaube ich. Ja. Vielleicht reden wir hier über ein bisschen was anderes, denn ich habe es gerade schon angedeutet. Eintracht Spandau. Was ist das? Also, wenn ich es richtig recherchiert habe, macht Ihr Team E-Sports, spielt League of Legends, also das spezielle Spiel, das dann eben auch gestreamt wird. Man ist mittlerweile in der höchsten nationalen Liga, also der sogenannten Prime League. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau. Wir machen E-Sport. Ne?
Oder wie der DOSB so laienhaft gerne sagt, E-Gaming. Ne? Aber mit kleinem E und direkt großes G, also Bin-Majuskel, das ist macht grammatikalisch auch totaler Quatsch. Ne? Aber hier auf der ganzen Veranstaltung wird ja auch E-Sport falsch geschrieben, auch mit Bin-Majuskel. Leute, das ist E-Sport. Ja, oder schreiben Sie SB groß an oder U-Boot oder hören Sie mir auf. Oder E-Football, wie der DFB das macht. Da geht's weiter. Ja, bei uns ohne Football, also ohne den Fußball, also nicht das mit Gehirnerschütterung, aber mit E. Weil, ja, soweit klar? Irgendwo bin ich nicht mehr mitgekommen, vielleicht können Sie es ein bisschen genauer erläutern. Ja, dachte mir schon. Also, wir machen E-Sport. Das bedeutet, wir machen Sport, aber mit Maus und Tastatur. Das klingt komisch, ist aber so. Ne? Und wenn man da 2022 immer noch das nicht wahrhaben will und da irgendwelche Defensivreflexe knacken, da macht man sich langsam peinlich. Ne? Top-E-Sportler, die haben an die 200 APMs. Actions per Minute, wie der Engländer sagt. Ne? Also Aktion pro Minute. Und die hacken nicht einfach auf der Tastatur rum. Das ist alles kontrolliert. Maßarbeit. Als E-Sportler muss man herausragende motorische Fähigkeiten haben. Man muss Geschicklichkeit haben. Reaktionsschnelligkeit, wie beim Schießsport. Ne? Und darüber hinaus Koordination, Kommunikation im Team, taktisches Verständnis, räumliches Denken muss ausgeprägt sein, wie bei allen anderen Mannschaftssports auch, ja, Fußball, Basketball. Wir sagen dazu gerne A-Sport, alter Sport oder Sport nach veralterter Definition, weil, setzen wir uns gerade für ein, dass da eine Trennung langsam entsteht. Ja, wir wollen nicht mit dem verwechselt werden. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Erklären Sie doch gerne nochmal mit Ihren Worten, was ist das Erfolgsrezept von Eintracht Spandau? Was macht diesen Verein so spannend? Ja, also wie ein Verein erfolgreich wird, brauche ich, glaube ich, hier niemanden erklären. Also die großen A-Sportvereine machen es ja vor. Ne? Ich sage immer, schön den Stiefel runterspielen, konzentriere dich auf das, was du kannst, können Sie mal aufschreiben, Transfers, Trikotsponsoren, Halbzeitlied. Wir bei der Eintracht machen nichts anderes seit mehreren Jahrzehnten. Ja? Toller Name, tolles Wappen, Hymne, fertig ist die Laube. Der DFB hat ja jetzt hier, haben Sie mitbekommen, den Slogan, ne? Die Mannschaft, haben Sie gedroppt. Natürlich. Wir sind jetzt gerade dabei, eventuell das einfach bei uns mit aufzunehmen. Ne? Also Line-Up erweitern und dann so als Hommage an Olli Bierhoff, ne? Ist ja einer meiner Helden. Richtiger Business-Casual-Gott. Auch in der Richtung wird es also spannend werden. Aber alleine damit schafft man es ja jetzt nicht, im E-Sport Fans auf seine Seite zu holen. Also Eintracht Spandau hat mittlerweile Ultra-Gruppierung, hat ganz eigene Choreos, es gibt eine eigene Fankneipe, sowas hat es vorher im E-Sport ja noch nie gegeben. Dafür braucht man ja noch ein bisschen mehr, dafür braucht man Identifikationspotenzial. Sagen Sie nicht selber, Sie sind so ein bisschen das St. Pauli des E-Sport? Boah, das kann ich nicht mehr hören. Ne? Irgendein Fatzke hat das mal der Presse gesagt, jetzt wird das copy-pastert, St. Pauli. Also da verstehe ich auch den Vergleich nicht. St. Pauli ist so in Hamburg, Spandau ist in Spandau. Und ja, aber so ist es doch. Und so eine Fans wie von St. Pauli will doch keiner haben. Die kaufen nicht mal VIP-Tickets oder so. Wird's ja nicht los. So. Aber also am ehesten, so stricke ich es mir immer zurecht. Der Uli, ne, ist er wieder. Der hat doch da mal den unter die Arme gegriffen. Wissen Sie noch, 2003, die Retterspiele, hat er den Punkern da in Hamburg den Arsch gerettet finanziell. Ne? Seitdem ist der absolute Messias da. Und ich bin der Messias von Eintracht Spandau. Nächste Frage. Gerne. Jetzt haben Sie aber doch was ganz Großes geschaffen. Also vielleicht auch für die Anwesenden. Ein komplettes, geskriptetes, teilweise fiktionales Content-Universum um diesen Verein herum mit lebhaften Charakteren, dramatischen Storylines, die dann agieren und in die
aktiven und die spontanen Events dann eingeflochten werden. Es gibt eigene Pressekonferenzen, haben wir gerade gesehen, mit referenzieller Sportsatire, so würde ich es mal beschreiben. Und ja, was weiß ich noch alles, das ist ja eine ganze Menge mehr. Fiktional? Wir sind ja nicht fiktional. Fiktional sind höchstens die Titelhoffnungen unserer Konkurrenz. So. Bei uns nicht ohne Grund hier der Slogan, hier ist real. Nee, aber was Content angeht, ich habe letztens hier gesehen, sind sie wieder, die großen A-Sportvereine, die filmen jetzt ihre Spieler, wie die so hochmoderne Gen Z-Partyspielchen wie Tabu oder Montagsmaler spielen. Und das laden die dann hoch als Challenge so auf YouTube. Habe ich gesehen. Ja, das ist uns zu kontrovers. Sowas machen wir nicht. Das ist uns viel zu heikel. Aber wie erklären Sie sich dann die Zahlen? Ich habe sie da, über 1,2 Millionen Unique Viewer auf Twitch und YouTube, 50 Millionen Impressions und mehr als 300.000 Follower auf den Kanälen. Der Verein ist noch nicht mal ein Jahr alt. Ja, die Antwort haben sie vor sich. Ne? Das liegt größtenteils an mir. Le Verein, c'est moi. Ne? Nee, aber die Zahlen und so, der ganze Kladderadatsch, den Sie da aufgeschrieben haben, das ist mir relativ Wurst. Also für mich ist nur eins wichtig, dass wir in der Rangordnung, also ja, wir haben Strecke gemacht auf YouTube, meinetwegen auch mehr als der ein oder andere Bundesliga-Verein, aber was heißt das heutzutage schon noch? Hauptsache, wir sind vor unseren Rivalen, den Lappen von Big. So. Also ich verstehe es, glaube ich zumindest. Gut. Sie also alleine. Also so nehme ich es jetzt mal auf. Aber also nehmen Sie mir nicht übel, ein bisschen albern klingt es dann doch schon, denn da steckt ja eine ganze Menge mehr dahinter. Wenn ich jetzt überlege, was da passiert, entschuldige, dass ich kurz aushole. Es gibt einen E-Sport-Effekt. Wie viel hat der damit zu tun? Also jetzt mal, wir sind ja unter uns, das mit dem E-Sport, das ist natürlich bei uns auch nur Mittel zum Zweck. Wir versuchen jetzt langsam die junge Zielgruppe, die jüngere Generation bei uns wieder in Spandauer Bock zu kriegen, dass sie Fußball gucken. Ne? Das mit dem E-Sport-Effekt und dass das ein eigener Business Case sei, das ist doch kompletter Quatsch. Also da kann ja so ein Schalke mit ihrem LEC-Slot, ne? Also die haben ja Startpositionen gehabt in einer quasi Superliga von League of Legends. Können die noch 1000 Mal für 30 Millionen verkaufen. Am Ende ist doch wichtig, dass das Geld dahin fließt, wo es wichtig ist, damit man dann in der Bundesliga ein Logo von vielen ist. Ansonsten ist es Verschwendung. Machen wir vielleicht woanders weiter. Gut. Reden wir über die Live-Übertragungen. Auch da gibt es ja interessante Fakten. Also mittlerweile wird es in einem hauseigenen Livestream übertragen, ist richtig? Mhm. Sogenannte Fanmeile. Ja. Da sitzt dann ein bekannter Ex-Spieler und League of Legends Content-Creator und kommentiert die Matches so. Im Grunde kann man schon sagen, dass es auf ihre Fans zugeschnitten ist. Meist sind dann noch diverse Gäste dabei, zum Beispiel bekannte Gesichter aus der Szene oder eben auch breiter angesiedelte Gaming-Influencer, die da mitmachen. Mhm. Dieser Kanal ist in kürzester Zeit zu einem der reichweitenstärksten Kanäle auf Twitch im Bereich League of Legends geworden. Jetzt ist aber interessant, 80% der Zuschauer sagen selber ganz ehrlich, ich spiele gar kein League of Legends. Ich schaue mir das aber trotzdem an, weil ich die ganze Story bei Eintracht Spandau so spannend finde. Wie haben Sie das gemacht? Ja, pass auf. Bescheuert. Die Leute von der Prime League, die lassen uns die Matches übertragen von ihrer Liga. Ne? Was denen da an Zuschauerzahlen flöten geht und das nur, weil die nämlich ihre ganzen Lizenzen nicht unter Verschluss halten. Also die Bundesliga hat es ja auch vorgemacht. Ne? Jahrelang gab es da keine Highlights auf YouTube. Und dementsprechend steht man jetzt im Vergleich zur Premier League oder zur La Liga im internationalen Interesse eben da. Ne? Na, aber die Zuschauerzahlen der Streams der Prime League, die sprechen dann da eher dagegen, denn die sind seit ihrem Eintritt ja trotzdem gestiegen. 95%. Das ist ja was.
Also wenn man sich jetzt mit Analysten dieses Ökosystems unterhält, dann hört man mindestens mal hinter vorgehaltener Hand, dass der vermarktbare Wert der gesamten Liga durch ihren Eintritt, durch den Eintritt von Eintracht Spandau mittlerweile verdreifacht wurde. Allein der Preis für einen Startplatz innerhalb der Liga, Sie haben es so ein bisschen angedeutet, der soll inzwischen in die Millionen gehen. Ja, aber es wäre schön, wenn die da oben uns mal auch in Form von TV-Geldern daran teilhaben lassen. Weil das sind ja alle schöne Zahlen auf ihrem Papier da, aber Spieler können wir davon nicht kaufen, ne? Also wäre das der Fall, könnten wir Top-Spieler kaufen und dann auch beim Europapokal schön als Repräsentant der deutschen Liga auch mal aufräumen. Nächstes Thema. Im E-Sport wird oft die Macht der Publisher kritisiert. Das ist jetzt in Ihrem Fall Riot Games, das ist also die Firma, die hinter League of Legends steckt, die aber eben auch ganz viel Macht hat, die beeinflussen kann, wer Lizenzen bekommt, die dann auch die Richtlinien beeinflussen kann, nach denen sie dann die Partner an Bord holen können und die sogar, wenn sie denn lustig sind, die Regeln des Spiels spontan verändern kann und dann muss man sich danach richten. Das ist dann der Grund, weshalb viele Partner Respekt, ja sogar Angst vor dem Einstieg haben. Wie gehen Sie damit um? Ja, das ist in der Tat ein Problem. Also mir persönlich, ich spreche jetzt mal für einen Verein. Uns wäre es natürlich auch lieber, wenn wir mit einer basisdemokratischen Organisation wie beispielsweise der FIFA oder dem Olympischen Komitee zusammenarbeiten könnten. Weil da kommt man nämlich, da kann man noch viel erreichen als kleines Mitglied. Schön hier, ne? Schön Briefumschlag. Der Franz hat ja vorgemacht. Herr Knabe, ist das Ihr Ernst? Ja, warum denn nicht? Also ich kann schon verstehen, im Vergleich dazu machen diese Publisher natürlich Angst, ja. Wenn ich es so bewerte, dann scheinen Sie das durchaus wahrzunehmen und Sie scheinen sogar in die Offensive zu gehen. Auch Ihren Sponsoren gegenüber, der ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen, Sie haben mit der Sparkasse eine Reise angetreten ins Mutterland des E-Sports nach Südkorea, wurden dann für diese Kampagne für einen Effi nominiert. Qualifikation für den Europapokal, da gab es dann, ich kenne es aus dem, wie sagen Sie, A-Sport mit Sektduschen, bei Ihnen gab es die Pringles-Dusche. Wir beleidigen hier niemand A-Sport, A-Sport. A-Sport. Ich habe eine Menge zu lernen, merke ich, in diesen Stunden. Ja, da wird dann mit Pringles geduscht. Also sind Sie mal so gefragt, allen Sponsoren gegenüber dann so offen, gibt es überall so ein Treatment? Ja, also erstmal, das ist natürlich größtenteils Käse. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, hier ist ja auch, sind ja viele da, um was zu lernen. Ich verrate Ihnen mal, wie der Hase da läuft. Logo-Placement. Weil über Logo-Placement connecten Sie die Audience emotional mit der Brand. Überall, wo Platz ist, muss ein Logo drauf. Logo aufs Trikot. Nein, das ist mein Ernst. Logo aufs Trikot, Logo auf die Interviewwand. Hier, Spubis. Logo auf die, hier die Banderolen oder Logo meinetwegen ins Gesicht der Spieler. Hauptsache Style Guide beachten, ne? Oder Brand Guide. Und das Logo muss natürlich so einen freien Raum haben. Das ist wichtig, aber gut, damit gewinnen sie keinen Effi, ne? Aber dafür die ein oder andere Million mehr, ne? Und das ganz entspannt aus dem Büro. Herr Knabe, ein bisschen albern finde ich es dann doch so langsam. Ich meine, hier sind viele Fachkundige. Das Sportmarketing hat sich ja dann doch ein bisschen weiterentwickelt. Das sind jetzt Sachen. Das ist kompletter Käse. Also seit Jahren wird, entschuldigen Sie, aber seit Jahren wird doch erzählt, der Sport sei interessant, weil der Ausgang so ungewiss sei. Und dadurch würde die Spannung entstehen und das Drama. Die Sportfans wollen Sicherheit. Ja? Habe ich noch nie gehört. Ja, doch, aber so ist es doch. Deswegen regiert doch der König Fußball. Ja? Außer Rasierschaum, beim Freistoß hat sich da doch in 100 Jahren nichts geändert. Und wenn Bayern München am Ende der Saison deutscher Meister wird, da wissen wir doch alle, dass Gott sei Dank zugegebenermaßen schweren Zeiten die Welt aber immer noch in Ordnung ist. So. Und da sag ich,
so muss es laufen. Ne? Egal, was Sie jetzt erzählen mit die Vermarktung heutzutage, also weiß ich nicht. Ich würde einen letzten Versuch machen. Sie sagen, Sicherheit ist das, wo Fans, wo Aktive draufstehen. Ich habe es ehrlich gesagt anders gelernt, aber dann habe ich vielleicht das Falsche gelernt. Ist das dann auch der Grund, warum Sie, wenn wir wieder auf Ihren Verein schauen, bei der Wertsteigerung mehr auf Content statt allein auf den Sport setzen? Also auch da habe ich jetzt Zahlen, dass nur ein Drittel des Budgets in die sportliche Abteilung geht. Verstehen Sie das dann als nachhaltiges Wirtschaften oder wie darf ich es verstehen? Ja. Ist das dann der Versuch, auch unabhängig vom sportlichen Erfolg zu bleiben? Das also erstmal nochmal angefügt, Thema Sicherheit. Wenn Sie das anders gelernt haben oder anders wahrnehmen, dann schauen Sie doch mal hier den Flori an. Mein spanischer Brudi, Florentino Perez. Der macht's doch richtig. Oder hier, die Pariser Jungs, ne? Die wissen doch, wie das läuft. Die sorgen dafür, dass jegliche Ungewissheit am Ende ausgeräumt wird. Ganz kurz, so welche, muss man von welchen Pariser Jungs sprechen Sie? Ja, die Pariser Jungs, die da die Millionen latzen, Milliarden. Ne? Da gibt es dann keine interessante Komponente mehr. Und von wegen hier, ein Drittel unseres Budgets nur in Sport und bla. Also kommen Sie mir nicht so. Wir sind erste Saison, sind wir Vizemeister geworden und haben uns qualifiziert für einen Europapokal. Und bei League of Legends gibt es keine Champions League. Das ist schon ganz oben. Ne? Ob da am Ende in Hans Wurst bei unterhalten wurde, ist doch mir scheißegal. Hauptsache Sicherheit, sagen Sie. Nein, ja, man braucht die Trophäen im Schrank. Sonst wären doch Sponsoren wie Pringles, Uber Eats, Sparkasse, Logitech und so weiter, die wären ja nicht am Start. Bei uns ist gerade so, Bundesjugendspiele für Erwachsene, wir haben jetzt gerade Kugelstoßen hinter uns, haben wir 3-Meter-Marke geknackt und jetzt gibt's gerade eine schöne Orangenscheibe von Mama. Da befinden wir uns gerade. Herr Knabe, ich würde es an dieser Stelle abbrechen. Vielleicht habe ich die falschen Sachen gelernt, aber dann, Ja, dann gehen Sie auch. Hauen Sie auch ab. Ich habe... Also, ab vom Acker. Wenn du das nicht ertragen kannst, dann kannst du auch direkt aus dem Fußball raus. Ist doch wahr. Samstagabendunterhaltung. Vielleicht werden das den Gottschalk nochmal ablösen. Ja, dann mache ich das jetzt alleine zu Ende. Also, was ich die ganze Zeit sagen will, wir sind ja auf der Spobis, Sport, Business. Dann reden wir doch mal Tacheles. Ja? Womit wir hier doch handeln, ist Sport als Entertainment-Produkt. Na klar, da ist eine gewisse Heiligkeit dran. Das ist gesellschaftlich verankert und auch natürlich ein bisschen rituell. Aber am Ende geht es doch darum, dass wir hier ein Produkt haben, was Aufmerksamkeit braucht. Und was, wo wir Aufmerksamkeit für ersuchen. Bei Eintracht Spandau ist es so, dass das Entertainment-Produkt nicht, nachdem das Match vorbei ist, aufhört. Da geht es bei uns gerade erst los. Und wenn man es hier schafft hat, dass man den Hauptteil seines Entertainment-Produkt-Daseins vom Sport getrennt hat, ja, dann hat der Sport doch wieder richtig Luft zum Atmen. Dann kann der mal wieder anecken. Dann kann der mal wieder emotional sein. Dann braucht er nicht 100% brandsafe sein, sanitär clean oder was weiß ich. Ne? Weil der nicht unter diesem Verkaufsdruck leidet. Und da macht Sport auch wieder Spaß. Gab eine Masterclass von unserem Geschäftsführer hier und Jungfer Matt. Gut, schon vorbei, aber haben Sie vielleicht gesehen. Ich würde mich jetzt verabschieden. Muss zum Flieger. Ich bin auch noch 3 Minuten da. Ich gehe mal auch noch mal kurz hinterher, fragen, ob bei dem, also, falls wer weiß, wie man Rolex über ein Zoll kriegt, sagen Sie mir mal Bescheid hinter der. Ja, Jungs. Tschüss. Wo die Havel kreuzt die Spree. Von Berlin aus Jadwede, wo die Zitadelle rockt und die Altstadt uns lockt, da
Spanner, da sind wir. Spanner, Spanner, wir lieben dir.